Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Das müsste Part 36 sein. Und wir hatten ja dieses Team. Allerdings habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ein bisschen was zu ändern. Dann hatten wir auch Save State 8. Und tada! Ich habe das Tentara und das Blutzug, also Pascal und Marc, ins Team genommen und gelevelt. Und wir spielen jetzt eine richtige Monotype Giften aus Lock. Wie wir hier sehen. Ja, wo steht das? Ah, hier, ja. Gift. Blutzug war auch Typ Gift. 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 Leute, die Pokémon kennen, denken sich das wahrscheinlich über auf, weil die wissen, dass das alles Pokémon sind. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der nicht alle Pokémon kennt und mir das nicht glaubt. Und deswegen, ja, hier ist alles Gift Pokémon. Wir machen jetzt Giovanni's Arena. Die ist sau komisch, weil an sich kann man eigentlich alle Trainer skippen. Was wir natürlich nicht tun werden, weil wir wollen nie Level haben. Und deswegen fangen wir mit dem Typ hier an. Jo, was kann der denn? Müsste irgendwelche Kampf-Pokémon haben, gehe ich mal schwer davon aus, ne? Wir hatten mal Scholo, jo. Das ist natürlich keine Herausforderung für uns da Roman. Nicht nur, dass es die Hits Double Resisted von ihm, sondern es hat natürlich auch noch Psycho-Attacken. Nur irgendwie keine Giftattacke, was auch schade ist. Und lol, er tankt es. Hätte es nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, aber was soll man tun? Submission war, glaube ich, Überroller. Hätte also 0 Damage gemacht. Ist also komplett egal, dass er die Attacke gemisst hat. Mal schauen, das ist stärker, der Weltschaft zu Genese einsetzen. Ich merke gerade, dass Omod nicht den Damage macht, den ich gedacht habe, dass es macht. Was wahrscheinlich an dem Adamant-Wesen liegt. Ja, definitiv. Aber hier macht 0 Damage. Ah, war auch beim Leveln ganz okay eigentlich. Blutzug ging. Ich habe zum Teil in der Mansion gelevelt. Und mit Tentara war es auch lustig. Da habe ich ein bisschen risky gespielt und habe versucht, die Vulpix zu besiegen. Keins von denen hat mich zum Glück getötet und dann war das auch relativ schnell machbar. Jetzt kann ich hier nochmal gucken, ich glaube nämlich, das war Adamant. Ja, hier, Adamant Nature. Also, plus Angriff minus Spezialangriff auf einem Pokémon, das nur spezielle Attacken benutzt. Ich meine, klar, Silberwind ist in der Generation noch physisch und das wird mir später auch noch helfen. Aber für Psychic ist es halt, boah, ultra nervig, ne? Nein, weil du der zweite Trainer erst bist. Lol, Junge. Ich werde höchstwahrscheinlich ein bisschen weiterleveln müssen, als ich mir das vorgenommen habe. Für die Top 4, weil ich kann ja keine Items benutzen. Selbst wenn, habe ich nur 6 Stück davon nach dem Kampf. Das ist halt nicht geil, ne? Erstmal einschläfern. Immer einschläfern. Einschläfern heißt ja, die dann auch töten, aber wir töten die ja nicht. Nein. Ich zeige einfach nochmal dann auch jetzt Tentoxa. Selbst wenn der aufwacht, als ob der Erdbeben hat. Aber Surfer ist halt safe One-Shot, das ist Stab, das ist speziell. Da kann Sander aber nichts tun. Ich glaube sogar, dass Tentoxa wahrscheinlich nur Psychokinese später von einem Boomsalat tanken kann. Möchte ich allerdings nicht ausprobieren. Das ist jetzt auch quasi unser neues Aquana. Ja. Macht im Prinzip genau dasselbe, ne? Surf, Ice Beam. Und was hat Aquana noch gemacht? Ja, Quick Attack. Gut, Quick Attack hat den Tox jetzt nicht, aber kann jetzt nicht heilen. Graveler, ja. Hau weiter deine Vierfachschwächen gegen uns rein. Kein Problem. Also ich denke, Level 44 im Durchschnitt vor der Siegestraße und dann knapp vor Level 50 danach. Weil ansonsten ist es halt echt nicht machbar. Wobei. Das sind halt diese Simsalas, die mir Probleme machen, die da, die blöde Blau dabei hat. Onyx.
klar, den ich auch noch. Weil die halt doch so ziemlich jedes meiner Pokémon one-shotten können und halt auch, wenn ich zu low level bin, schneller als die meisten sind. Und ich meine, yo, es ist eine Nuzlocke und ich kann keine Items benutzen, das heißt, ich werde jetzt ja nicht stallen können. Ist natürlich für mich auch okay, ein Pokémon zu opfern dafür. Aber ich möchte halt nicht, dass dann halt am Ende vom Kampf ein Simsala da steht und dann einfach komplett mein Team wegfliegt, weil das wäre halt ultra unspektakulär. Das möchte halt keiner sehen. Dann hätte ich halt vorher auch dran denken können. Klar. Sag mal, Gio. Oh, Gio muss ich noch den Ring vergessen, den Zertrümmerer. Der nervt mich ein bisschen. Weil ich merke, ich brauche ihn doch nicht in der Siegesstraße. Nee. Nihon, Level 43. Ich frage mich gerade, ob der theoretisch genug Damage hat. Mit einem Erdbeben, aber ich glaube nicht. Wir müssen es jetzt aber nicht riskieren. Mit einem Crit, ne? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Die haben One-Hit-K.O.-Attacken, alles klar. Alles klar. Das ist natürlich sehr fair. Gut, dann kann ich Gio erstmal nicht nach vorne tun. Ultra nice. Wobei doch, klar kann ich, kann ja Ding rauswechseln. Gengar. So. Ein Astrainer. Marowak, alles klar. Da gehe ich aber auch wieder raus. Oh nein, der Silberblick hat uns getroffen. Das ist jetzt natürlich gefährlich. Weil der ist kein Three-Hit? Kein Two-Hit? Alles klar. Und jetzt kommt die Kopfnuss auf den Silberblick drauf. Ist ja brutal. Reicht meine Strengths aus? Nee, natürlich nicht, weil der Typ einen Super-Potion, einen Hyper-Potion benutzt. Aber dann müsste jetzt mein Bullet Seed ausreichen. Exakt. Selbst wenn ich nur zweimal treffe. War ja natürlich genauso bedeckt, dass ich keine AP verschwende. Weil ich es eigentlich wieder andersrum genauso hätte machen können. Egal. Dieser Block könnte vielleicht auch ein Psychokinese denken. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Vielleicht triffst du auch einfach mal dreimal den Kugelsaat, dann haben wir jetzt Erde überhaupt nicht. Oder du krittest ihn einfach weg. Kritz auf meiner Seite sage ich gar nichts, das ist voll in Ordnung. Ist alles balanced. Vor allem, das keinen Unterschied gemacht hätte. Auch One-Hit. Warum haben die eigentlich alle Rihorn und kein Rizaros? Rizaros ist doch viel stärker. Midorina. Hören wir mal, Schaufler. Easy. Ich ist auch ein Level Up. Nice. Bis 5 KP, Alter. Krass. Ich glaube, Nidoqueen hat nichts gegen Omart. Sleep Powder! Doch gut, dass Sleep Powder bisher immer getroffen hat. Und
zumindest hat meistens mit mir getroffen, was wichtig war. Yo. Psychic, ich weiß nicht, ob Psychic ein Two-Shot ist, ich hoffe es mal. Oh, wenigstens das. Puh. Noch aufpassen, dass ich bei Omod dran denke, dass es nicht resistet gegen Bodenattacken ist. Also ich habe Omod nie gespielt. Ich überhaupt nie. Aber es ist eigentlich schon ein saucooles Pokémon. So, wie viele Leute haben wir hier noch? Die haben wir. Kann ich die noch herausfordern? Nee, kann ich von der Seite nicht. Den Norton kann ich noch herausfordern. Was kann der dann? Aber der braucht noch Level. Dann geben wir mal noch Schlüpfer ein Level ab, den brauchst du nämlich später noch. Alles klar, komm her. Ah, da. Ein Tomteur. Abok. Alles klar, Abok. Nehme ich. Bitte kein Bedroher. Oh, warum hast du denn Bedroher? Ist jetzt nicht so cool. Ah, mir ist aufgefallen, dass das X-Bad auch Konfusion hat, genauso wie Vulnona. Ziemlich sick. Komm, hätte dich selbst. Dann halt nicht, ne? Schade. Mach halt jetzt 0 Damage, ne, wenn ich jetzt Steel Ring oder so benutze. Ist halt hardcore ärgerlich. Und gerade schrei ich bin raus. Ah, was machst du gegen den Käfer-Pokémon? Biss, alles klar. Das Gute ist, Pascal kann nicht zurückschrecken, weil Pascal hat Fudabwehr. Das ist ziemlich nice. Also wenn Arbok jetzt schneller gewesen wäre, was gut ist. Ah, kein Taurus Erdbeben, ich glaube nicht. Und wenn Taurus Erdbeben, kann es auch kein One-Shot. Das Problem ist, dass ich meinen Durchbruch nicht mehr habe. Als ich mir gedacht habe, oh yeah, lass mal Zertrümmerer nehmen. Die schlechteste TM nach... Wow, der hat auch Bedroher. Die schlechteste TM nach, Blitz und Zerschneider. Egal, vielleicht krieg ich einen Defense Drop. Den krieg ich nicht. Aber er macht Scary Face. Ich starte mich jetzt nicht so, weil ich wechsle eh in der nächsten Runde wahrscheinlich aus, wenn ich den Defense Drop nicht bekomme. Bin immer noch schneller, what the fuck? Hier OP. Da, Defense Drop, nice. Entschuldigung. Ah, ich bin schon ausgewechselt, ne? Hat der mich in den Speed-Tai gemast? Krass. Jetzt reicht der letzte Trümmer definitiv. Ich war mir eben nicht sicher, aber... Swagger, wirklich. Oh. Kommt Dio, greif einfach an und dann haben wir es hinter uns. Bitte Dio, hau dich jetzt nicht selbst. Danke Dio. Dio ist in dem One halt komplett unanfällig gegen Hexes. Der hat da überhaupt keine Lust. Im Alpha Saphir, ne. Doch, Alpha Saphir One war es ja anders. Da hat er sich ja in der Top 4 eiskalt weghexen lassen. Ich kann jetzt nicht mehr zurück, ne? Das ist ja der Hammer. Irgendwas anderes leveln. Ja, ich will immer noch Laurin den Level abgeben. Findest du? Ich hab gedacht, ich schaffe noch viel mehr als Tyrann in dem Part, aber irgendwie nicht. Ich muss ja auch durch die komplett blöde Arena da. Erstmal Konfusstrahl und dann fliegen. Weiß nicht, ich glaube, fliegen direkt ist, glaube ich, kein One-Shot deswegen. Aber du müsste auch 0 Damage auf X-Bad machen können, selbst wenn er einen Angriff mit Dusch bekäme. Oder? Wir werden mir jetzt sehen, wenn er angreift. Revenge, ja, nee, hat er nicht. Auch da bewusstet. Ich weiß nicht, warum die Trainer in der Arena so selten das Team von der Arena bekommen, weil die haben jetzt hier Kampf-Pokémon, Gift-Pokémon, das hat ja nichts mit Boden zu tun.
Ja, einfach hier starke Trainer reingepackt, der Typ, ne? Ein Ass-Trainer kommt hier noch. Ach komm, den renne ich auch noch rein. Was soll der machen? Ja, der war die ganze Zeit weg, ne? Hier den Rocket-Quatsch machen, bis ich den mal zurückgeholt habe. Auf den Boden der Tatsachen. Sandslash. Sollte auch nichts machen können gegen X-Bud. Weil X-Bud kann auch nichts gegen Sandslash machen. Ist natürlich, super Matchup wieder. Wenn ich halt den Giga Drain auf X-Bud gepackt hätte, ne? Aber ich hab's auf Gengar gepackt. Ja. Kein Crit, bitte. Okay, der macht eh 0 Damage. Alles klar. Kann ich mir trotzdem auswechseln, das hat keinen Wert. Ich will definitiv nicht von einer Bodenattacke gehen, weil ich Flug-Pokémon bin. Gut, der ist verwirrt. Nice. Jetzt habe ich eigentlich noch Säure auf Tentoxia, einfach weil es eine Giftattacke ist, glaube ich, ne? Coward, falls irgendwie eine Pflanze. Ich wollte gerade sagen, Pflanze-Tee-Pokémon kommt, aber das ist ja das einzige Pokémon, das eine Tee-Verschwäche dagegen hat. Die gibt's hier ja noch gar nicht. Ist ja blöd, ne? Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor Giovanni, weil wenn der mit irgendeinem Pokémon schneller ist, bin ich ziemlich am Sack. Ich könnte nämlich alle Erdbeben. Und mein Tentoxa ist, glaube ich, One-Shot von Erdbeben. Also eigentlich schneller bin, ist kein Problem, weil ich One-Hitte den Typ hier. Wie lang der noch? Nur noch 10.000 weitere Pokémons. Ich glaube, noch einen Trainer müssen wir danach besiegen. Ja, ein. Psychic! Tada! Das hätte man aber auch mittlerweile entwickeln können. Level 39 ist, glaube ich, okay. Da lernt Idorin noch nicht mehr irgendwas Brauchbares. Guck mir, jetzt Attack plus 4! Adamant! Fucking Adamant Omot! Ich hab bald mehr Angriff als Spezialangriff. Auf einem Spitz. Macht mich fertig, ne? Das Nidoking, was lieben mich kann. Ja, vielleicht kann er Erdbeben. Das ist ein Powder. Alter. Komm schon. Ach ja, und Felsisch fragt, ich habe Silberwind natürlich vom Attackenhelfer. Das lernt Omot nicht von sich. Der ist ja auf Island, was weiß ich wo. Island 2, Island 3, irgendwo auf den Islanden. Ich glaube schon. Ah, Henny, ich habe auch nachgeguckt, falls dich interessiert. Du kannst nicht von den Islanden wieder auf die Insel fliegen. Ich habe es zumindest nicht geschafft. Na, ich bin doch so blöd dafür. Vielleicht geht das erst später, keine Ahnung. Aber so wie ich es gesehen habe, ich konnte die Karte halt nicht wechseln. Egal, wo ich mit dem, wie sagt man, Steuerkreuz, nee, nicht Steuerkreuz, Fadenkreuz hingegangen bin. Der einfach einen Supertrank zwischendrin auf sein schlafendes Pokémon gemacht hat, ne? Benutzt auch keine Items im Fight. Arsch. So, und wie man hier sieht, der Weg war komplett useless, ne? Frage ist halt, wie kommt man jetzt zu Giovanni, ne? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja, der war doch ein offensichtlicher Weg eigentlich. Ich will jetzt nochmal raus und heilen. Ach klar, ich kann jetzt einfach da durch, weil der Typ nicht noch runterläuft. Kann sagen, hä? Bin ich dämlich? Weil wenn du von der anderen Seite kommst, kommst du nicht durch, weil der Typ dich nicht durchlässt. Jetzt kannst du hier, genau, ja. Oh Mann. Aber alleine für die AP muss ich nochmal rausgehen.
Part wird sogar noch länger, als ich gedacht habe. Ich dachte, der wird dann gerade so 20 Minuten. Das wird ja einfach... Na, okay, X-Part ist definitiv schneller als nachher. Das, ne, brauch ich nicht mehr Look. Ich will keine Latchies fangen. Definitiv schneller als das... Ich muss nur hoffen, dass ich es halt one schaffe. Vorzeit. Das ist auch so eine Sache, da muss ich bei, ich habe auch gedacht hier, ach ja, Gengar müsste ja eigentlich die komplette Top 4 Waffel stompen. Und das tut es auch tatsächlich mit den meisten. Und ihr werdet halt, Olli wird ohne Frage der MVP sein. Der wird, bei der, wie heißt sie? Ja genau, der wird mich jetzt durchlassen. Normalerweise, jetzt könnte ich auch da hinten rumlaufen, aber ich muss erst die Pokémon heilen. Der wird bei den, bei der, wie heißt sie, die Eisarena-Retterin, Eistop 4. Oh, wie heißt sie denn? Lorelei, genau. Wir haben ja teilweise Wasserdual-Typen, da werde ich mit Donnerblitz so viel Damage machen. Dann Bruno, ja, der hat halt Kampf-Pokémon, das ist perfekt für Gengar. Ich meine, das ändert zwar Gesichter, aber wenn er Gesichter einsetzt und ich Bronchot in der Nacht nicht mit Psychokinese, bin ich schneller, um ihn danach zu two-shotten. Oder ich kann einfach auswechseln und dann das gleiche Spiel nochmal machen. Bei, selbst wenn, die können mir auch kein Damage machen dann, weil ich bin Dual-Typ Gift. Das wird halt easy, dann haben wir noch, die Geisterinner, der hat mich auch schneller. Sag immer Arena-Leiter, es ist Top 4! Und dann haben wir, was haben wir noch als letztes? Ah ja, genau, Drache, ja. Die Drache wird spartisch, da werde ich kein Toxer benutzen müssen. Welcome to my hideout, I shall be so. It shall... Ach, ich habe keinen Bock vorzulesen. Ich bin gerade nicht in der Ding dafür. Ja, ja, du willst wieder, dass ich auch jetzt mal einen Glanz wert. Diesmal hältst du dich nicht zurück. Alles klar, mein Freund, alles klar. Alle deine Pokémon können Erdbeben. Mit was fängt er an? Rihorn, super. Ich bin hundertprozentig schneller als Rihorn. Der kann ja auch Level 50 oder so sein. Das ist One-Hit. Relativ unspektakulär halt. Haben wir wieder zu tun. Darkrai hat keinen Move gegen Olli. Wenn ich mich nicht hier in Erinnerung habe, ja. Ist auch nicht schneller, wenn ich... Es dürfte nicht schneller sein. Giga Drain könnte One-Shot sein, Victree ist überhaupt nicht, eben sie hat auch nicht wirklich eine hohe KP-Base. Ja, und ist außerdem Fehlerbild runter, das kann das nicht tanken. Tschüss, Duckrio. Ich verstehe nicht, warum mein Nidoqueen einsetzt. Nidoqueen hat auch keinen Move gegen mich. Also, das ist One-Hit. Der Crit hat nicht gemattert. Oh, Gengar ist wie voll langweilig. Nidoking. Hä, was will er denn? Ich meine, ich würde ja Umwelt benutzen, aber der hat Erdbeben, deswegen mache ich es nicht. Das ist auch One-Shot. Was auch egal, dass der Level höher ist, weil Nidoking ist ein bisschen untängiger als Nidoqueen und damit gleicht sich das aus dem Level her. Ja, wie gesagt, tut mir leid, der Kampf ist jetzt ein bisschen unspektakulär, weil halt Gengar den meisten Shit-Count hat, aber da machst du nix. Ah, guck, 7 Level drüber, bringt ihm nix, ich bin schneller. Weiß ja nicht, warum er Rihorn und nicht Rizeros hat als letztes Pokémon. Der hatte, oder? Nee, bin ich jetzt blöd? Nee, da hat er kein Rizeros, genau. Und den Earth Badge. Ach, ich darf so auf den Rahmen ändern, ne? Ich muss am Anfang den Rahmen ändern, weil ich zwei neue Pokémon drin habe. Und jetzt nochmal für den, Orden. So, und jetzt kriege ich auch Erdbeben. Yay. Und das werde ich definitiv Gio beibringen, weil ich glaube, das ist der Einzige, der das kann.
Tschüss, Bunny. Weil die Dinger sind ja echt praktisch. Damals waren die ja so übernervig, ne? Weil die ja so 3 Jahre gebraucht haben. Jetzt sind die echt schnell geworden. Ich geh jetzt auf die Pokémon ein, dass ich das im nächsten Part nicht machen muss. Der Part ist echt langer geworden. Dammit, die Arena hat mich Zeit gekostet. Ist zwar nicht übel, aber vielleicht level ich noch ein bisschen. Wahrscheinlich so ein Level für jedes Pokémon. Dann fighten wir im nächsten Part Gary vor der Siegestraße, machen die Siegestraße. Und ich gehe davon aus, danach kommt schon die... Also ich gehe davon aus, die Siegestraße kommt halt, die Top 4. Jo. Warte mal, wo kann ich... Hier. Also, Leute, danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.